So, Leute, Table is in the house and ihr hoffentlich auch. Weiter mit dem bekannten, besten Spiel ever. Zelda, The Legend of Zelda, Ocarina of Time, Master Quest. Und jetzt! Freunde, das ist nämlich so eine Scheiße. Aber wir haben es geschafft. Table is the master of disaster. Und hier, den nehmen wir mit, Leute. Ach, der soll mal einen scheiß Hammer aus der Hand nehmen, wie ich das hasse, den Hammer. Ist so schwer. Auch wenn wir davon unglaublich viel merken beim Spielen, wie schwer doch der Hammer ist, es nervt irgendwo. Ach, schon wieder Navi, ey. Aber das, was wir da vor ein paar Parts hatten mit der Eule, ich glaube, das war wirklich das letzte Mal, dass sie jetzt da war. Nochmal halte ich die auch nicht aus, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Nochmal geht nimmer. Und, jo, der Schlüssel. Und somit haben wir alles und können uns dann jetzt auf den Weg, also meine ich zumindest, auf den Weg machen zum Boss. Die eine verschlossene Tür da jetzt bei dem Wasserding, wie gesagt, öffnet sie nicht, wenn ihr, Moment, öffnet sie nicht, wenn er keine Probleme haben wollt. Weil wenn er sie öffnet, dann könnt ihr schön suchen nach dem Schlüssel. Es ist der Schlüssel, den ich, oder der Schlüssel ist in der Truhe, den ich da, bei dem Schalter da, mit dem rostigen Schalter, den ich betätigt habe vor ein paar Parts. Da, in der Truhe ist der Schlüssel drin. Ich weiß zwar nicht ganz genau, wo die Truhe jetzt hingefallen ist, aber da wird euch der Kompass mit Sicherheit auch behilflich sein. Da ist auf jeden Fall der Schlüssel drin, wenn ihr aus Versehen die Truhe geöffnet habt, wie ich früher. The Hand. The Shadow of the Hand should be go away in the darkness. Zack, so, tschüss. Wir gehen einfach hier durch. Angeln uns Peter lustig like hier rüber. Gehen hier durch. Und zack. Nehmen eine Abkürzung. Gehen hier durch. Mensch, das will doch noch zum Speedrun hier. Ja, habt ihr gedacht, Leute. Speedrun auf keinen Fall beim Table. Hallo. So. Weil genau jetzt werde ich wahrscheinlich wieder aufs... Ey. Übelste verkacken. Zwei Fackeln. Ja, würde ich sagen, wenn da Fackeln sind, dann sollte man die anmachen. Wäre zumindest eine Idee, die anzumachen. Oh. Tja. Da. Und dann... Naja, wie gesagt, wäre eine Idee. Geht aber nicht. So, komm. Nein! Ja, sicher. Sicher doch. Alles klar. Ey, wo haben wir die ganzen Pfeile her? Hab ich gar nicht bemerkt. Komm her. Orthodoxes Mistvieh. Nein, das ist doch nicht wahr. Bin ich denn so schlecht? Hallo? Hey, meinst du nicht, treff das? Nein. Den aber. Ja, okay. So. Nein. Hättest du doch haben können, Mann. Boah, es muss ja ewig warten, ey. Ja, es war klar, Leute, das ist eine Scheiße hier, wie ich das hasse. Weil wenn man nämlich, während die sich bewegen, am Übergang ist, dann wird man runtergeschmissen. Das ist so bescheuert. Aber der Blödsinn halt. Und da oben gehen sie nämlich schneller. Die sind nämlich überhaupt nicht gemein hier. Überhaupt nicht, Leute. Und jetzt werde ich runtergeworfen. Nein! Nicht euer Ernst. Ey, hallo. Ey! Lass den TT mit! Ey, Mann! Ah, was ist das für ein Scheiß hier? Kann man da nicht mit dem Enterhaken hoch?
Ist das denn so schwer? Doch, kann man. So. Das ist doch echt nicht wahr. Das ist doch nicht zu fassen. Hallo. Scheiße, Leute. Ich krieg... Ne, man kann... Ne. Das ist langsam zu viel für meine Nerven hier. Ey, hallo. Sie sind doch behindert. Meint er denn, ich schaff das? Hallo? Scheiße. Ey, das ist so peinlich. Das ist ein totaler Fail hier gerade. Ja. Herrgott. Ach, oh, geschafft. Mann, nach dem 80-millionsten Versuch, ey. So, und jetzt können wir direkt da oben hin. Hopp. Oh, die Viecher. An euch kann ich mich noch erinnern als kleiner Link. Ja, da haben wir eine Zeit verbracht mit euch. Da wären wir fast tot gegangen. Nix da. Machen wir euch tot. So, Tür ist auf, alles ist auf. Wir sind alle happy. Nein! Wo soll denn der Schlüssel jetzt noch herkommen? Ah, ich glaube, der ist... Den kriegen wir. Der ist da links in der Tür, die wir jetzt aufmachen. Mit, Zeldas Wiegenlied. Hier, genau. Da müsste der Schlüssel drin stecken. Hier, der berühmte Spiegelraum. Ja, im nächsten Part sind wir beim Endboss. Würde ich mich einfach mal jetzt aus dem Fenster lehnen. Weil so lang dauert das hier echt nicht mehr. Es dauert eigentlich... Ja, das ist eigentlich gar nichts mehr jetzt hier. Überhaupt nicht mehr viel, was wir machen müssen. Wo ist das Licht? Wo ist das Licht? Wo ist das Licht? Achso, schalt... Ah, die sind schlau. Glauben zumindest heimtückisch zu sein und hinterlistig. Mach mal den Schalter doch einfach runter, geht da oben die Tür auf, geh mal da hin, werf mal eine Krabbelmine irgendwo gegen eine Decke und dann haben wir doch alles. Was soll das? Hier durch. Ach du Scheiße. So ein mega Knochenfratzenvieh. Echt bescheuert, das Vieh. So, tschüss. Ciao. Hä? Wo ist denn die dämliche Echse? Ich hör die doch. Echse. Ach, nee. Da hat sie mich abgezogen. Das geht so nicht. Lass mich doch nicht von der Echse abziehen. So, tschö. Tschö, 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 tschö. Was ist denn da? Was soll das? Hallo? Ach, wie geht denn das jetzt wieder? Hier das Ding verschieben. Das ist klar. So, komm schon. Damit auf das Licht einfällt. So. Wie? Jetzt ist das Feuer weg? Was ist das denn? Wieso ist das? Was ist das denn für ein Fehler? Ja, was ist das denn, Leute? Wenn man rausgeht, ist das Feuer da nicht da, aber... Was ist das denn? Boah, Echse! Ach, scheiße, der Part ist zu lang! Den macht man noch platt hier. So, also, bis zum nächsten Mal, Leute. Euer TT-Gamer. Ciao!